Land wird so stark mit Kokain in Verbindung gebracht wie Kolumbien. Egal ob Koka-Anbau im Dschungel, geheime Labore oder groß angelegter Drogenschmuggel. Scheinbar führen bei Kokain alle Spuren nach Kolumbien. Los geht die Reise in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Das Land ist Kokainproduzent Nummer 1. Schätzungsweise 442 Tonnen des Pulvers werden jährlich von hier aus in die Welt geschickt. Immer wieder sorgen Drogenfunde, wie die kürzlich beschlagnahmte Rekordmenge von 8 Tonnen Kokain, für Schlagzeilen. Aber heißt das auch, dass der illegale Stoff hier besonders leicht zu bekommen ist? Gemeinsam mit meinem Kontaktmann, dem Fotojournalisten Federico, will ich einen Test mit versteckter Kamera wagen. Federico, wie einfach ist es in Bogota, Kokain zu kaufen? Ist es gefährlich? Es kann gefährlich werden. Du siehst aus wie ein Ami, also werden die Dealer zu dir kommen und dir den Stoff anbieten. Ich werde ein paar Meter hinter dir bleiben, um zu schauen, dass alles okay ist. Versuch dich nicht allzu weit zu entfernen. Okay. Der Plan steht und die Gruppe teilt sich. Die einfache Kamera um den Hals unseres Tonmannes wird Thilo unauffällig filmen, während Team 2, Federico und der Kameramann, in einiger Entfernung folgen und das Geschehen mit einer weiteren Kamera aufzeichnen. Oberste Prämisse: Beide Teams müssen zusammen im vorab besprochenen Radius bleiben. Es dauert nicht lange und Thilo wird angesprochen, die beiden sollen dem Dealer zum Ort der Drogenübergabe folgen. Einkommen kostet 15.000. Es sieht so aus, als hätten Sie einen Dealer gefunden. Doch dann sind Thilo und der Tonmann plötzlich aus den Augen von Federico und dem Kameramann verschwunden. Ohne genau zu wissen, wohin es geht, führt der Dealer die beiden zu einem Café. Hier sollen sie auf ihn und die Drogen warten. Mein Stil echt habe zum allerersten Mal in meinem Leben Kokain gekauft. In Kolumbien, in Bogota. 10 Minuten rumlaufen, dann wurde ich angest. Und jetzt bin ich mit einem wildfremden Mann 15 Minuten durch die Stadt gelaufen, habe ihm mein Geld gegeben. Er geht jetzt irgendwo hin. Er hat seine Tarotkarten hier gelassen und seine Jacke. Als Thilo per SMS seinen Standort an Federico sendet, ahnt er nicht, welche Panik er bei unserem Kontaktmann auslösen wird. Thilo hat sich viel zu weit vom sicheren Ausgangspunkt entfernt. Oh, Thilo ist gerade zu einem sehr gefährlichen Ort gegangen. Da, wo man Kokain kaufen kann, das aber extrem gefährlich ist. Sogar die Polizei hängt da im Drogengeschäft mit drin. Wir müssen jetzt die Kamera verstecken, dahin gehen und versuchen, lebend wieder rauszukommen. Natürlich mit Thilo und Leo. Das Elendsviertel Bronx ist berüchtigt für den Drogenhandel, aber auch für Entführungen von Touristen. Thilo ahnt davon nichts. Wo bist du hingegangen? 2 Straßen weiter. So eine Art Supermarkt, wo du alles kriegst. Alle Drogen. Marihuana. Ecstasy, Koks, alles. Das ist einfach verrückt. Währenddessen versucht Federico, so schnell wie möglich zu Thilo zu kommen. Ab hier musst du die Kamera wegpacken. Es ist wahnsinnig unsicher. Kann man da hin? Wollt ihr das mal sehen? Das ist verrückt. Ist es da gefährlich? Gefährlich? Nein, es ist verrückt. Thilo ist ahnungslos. Mit Anrufen und SMS versucht Federico, die beiden zu warnen und aus dem für Touristen extrem gefährlichen Viertel zu holen. Wir trinken noch aus und dann... Mach aus. Die Kamera muss ausbleiben, als Federico die beiden aus dem Café holt. Erst im sicheren Auto kann Federico Thilo über die Gefahr aufklären, in der er sich befunden hat. Für mich war es eine Erleichterung, euch leben zu sehen. Das war mir nicht klar. Ich dachte, das ist eben deine schlechte Gegend. Nein, das ist keine schlechte Gegend. Das ist eine tödliche Gegend. Da kommst du nicht lebend raus. Die haben da schon Leute umgebracht, nur um die Handys zu klauen.
Ich habe die Situation beim Kaufen des Kokains in dieser Straße vollkommen unterschätzt. Kurz nach den Dreharbeiten gibt es eine groß angelegte Razzia der Polizei im Viertel. Wie hart der Kampf gegen die Drogen tatsächlich ist, wird Thilo später noch erleben. Zu einem Koka-Anbaugebiet. Die Region steht unter dem Einfluss der FARC. Die Guerilla-Gruppe kämpft seit 50 Jahren gegen die Regierung. Ein Bürgerkrieg, der schon 220.000 Menschen das Leben gekostet hat. Es ist 7 Uhr. Wir machen uns auf den Weg in FARC-besetzte Gebiete. Zusammen mit Frederico. Er will mir später noch eine Sicherheitseinweisung geben. Was das bedeutet, weiß ich noch nicht genau. Seit 3 Jahren laufen Verhandlungen zwischen den Rebellen und der Regierung. Eine Bedingung für den Friedensvertrag ist allerdings der Stopp des Kokainhandels, mit dem sich die etwa 10.000 Mann starke Guerilla-Gruppe finanziert. Sie soll mehr als die Hälfte des Kokainhandels kontrollieren. Ich habe viel über Entführung gelesen. Weiß denn jemand, dass wir hier sind, für den Fall, dass wir gekidnappt werden und wir Hilfe brauchen? Reporter ohne Grenzen ist meine Absicherung. Ich habe da eine Kontaktperson. Sie muss jeden Tag eine Nachricht von mir bekommen, entweder einen Anruf oder eine SMS. Und die Nachricht muss immer ein Codewort enthalten, damit sie weiß, dass alles okay ist. Was ist das Codewort? Das Wort ist Hase, auf Spanisch Conejo. Den Anbau der Coca-Pflanze überlässt die FARC Bauern aus der Region und trotz der Gefahrenlage will ich zu den Feldern reisen. Wie angespannt die Situation ist, zeigen die Kontrollen durch die Armee, als wir in das Rebellengebiet hineinfahren. Ich komme mir vor wie an der Grenze zwischen zwei verfeindeten Ländern. Wir werden mit 3 Farbcodes arbeiten, um Gefahren zu klassifizieren. Grün bedeutet, sei wachsam. Bei Gelb ist die Situation schon komplizierter und wir sollten unseren Rückzug vorbereiten. Wenn die Dinge rot sind, dann ist da keine Zeit mehr für Diskussionen. Da reden wir von Bomben, Schusswechsel oder Ähnlichem. Wenn du oder jemand aus dem Team oder ich sage, dass die Dinge rot sind, dann greifen wir unser Zeug, gehen in den Truck und verlassen den Ort sofort. Mithilfe von Federico konnten wir Coca-Farmer überreden, uns Zugang zu einem Feld zu gewähren. Unerlaubtes Betreten kann tödlich enden. Um Coca-Sträucher gegen die Rodung durch die Regierung zu verteidigen, sind manche Felder in Kolumbien vermint. Er wird uns zum Feld führen. Der Bürgerkrieg und der illegale Anbau des Kokains haben dazu geführt, dass Kolumbien nach Afghanistan die meisten Minenopfer zu verzeichnen hat. Wenn jemand aus der Crew auf eine Landmine tritt, ist das Wichtigste, dass man wissen muss, dass niemand direkt helfen darf. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dort weitere Landminen sind. Das Beste ist, dass derjenige sich selbst versorgt und die anderen Hilfe holen. Rund 64.500 Familien leben vom Coca-Anbau. In manchen Regionen ist die Pflanze die einzige Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen. Legale Alternativen wie Kaffee können da nicht mithalten. Und doch leben die Menschen am Existenzminimum. Auf bis zu $2 kommen Coca-Bauern täglich. In brütender Hitze ernten erfahrene Pflücker am Tag um die 70 Kilogramm der kleinen Blätter. Seit wie vielen Jahren wurden Sie Coca-Pflücker? Ich habe mit 12 Jahren angefangen und jetzt bin ich 39. That's a very long time. Das ist eine sehr lange Zeit. Ist es normal, dass man sehr jung mit dem Coca-Pflücken anfängt? Sehen Sie den Jungen da? Er ist auch noch sehr jung. Und er arbeitet, weil seine Mama sich nicht anders zu helfen weiß. Denn die Familie ist sehr arm. Und mir ist es auch so gegangen. Ich war schon mit sehr jungen Jahren allein,
Und bis heute mache ich noch immer das Gleiche. Haben Sie schon mal Kokain probiert? Nein, ganz ehrlich nicht. Ich habe das nie probiert. Kinderarbeit ist in Kolumbien keine Seltenheit. Eines von 10 Kindern arbeitet, um den Lebensunterhalt der Familie mitzuverdienen. So, hold on. Wie alt bist du? ¿Cuántos años tienes? 10. Wie lange arbeitest du schon hier? Seit 3 Jahren. 3? Mit 7 angefangen? Ja. Wie viel Geld verdienst du hier? Wie viel zahlen sie normalerweise? Was verdient man? Ich weiß nicht. Was meinst du? Warum? Wie kommt das? Bezahlen sie dich nicht? Doch, mich schon. Aber nein, ich weiß nicht. Ich kann nicht lesen. Warum gehst du nicht zur Schule? Nein. Nein? Warum nicht? Weil ich gerade aus Kolumbien gekommen bin. Woher? Aus Kolumbien. Ich glaube, er weiß gerade nicht, wo er ist, weil er mir sagt, dass er gerade aus Kolumbien kommt. Vielleicht denkt er, dass er gerade in Ecuador ist. Weißt du, was man aus diesen Blättern macht? Nein. No, he doesn't. Er weiß es nicht. Yeah, this is terrible. Das ist schrecklich. He does not know. Er weiß nicht, woher er kommt. Er kann nicht schreiben. Er weiß nicht, woher er kommt. Er versteht nicht, was Geld ist. Er kann weder lesen noch schreiben und geht nicht zur Schule, weil er arbeiten muss. Für den Spaß der Menschen, die Kokain wollen. Und er weiß nicht, dass er Teil einer großen Maschinerie ist. Sicher weiß er nicht, was Kokain ist. Frag ihn. Weißt du, was Kokain ist? Nein. Du weißt nicht, was Kokain ist? Es wird von Minute zu Minute ekelhafter, wenn man bedenkt, dass für 1 Gramm Koks du 70, 80 Euro bezahlst und er nicht mal weiß, was er verdient, weil er keine Vorstellung davon hat, was Geld ist. Als Kind auf der Coca-Plantage anzufangen, ist in Kolumbien nicht unüblich. Besonders in armen ländlichen Gebieten tauschen Kinder die Schulbank gegen Feldarbeit, um ihre Familien zu unterstützen. Ohne Bildung bleibt diesen Kindern kaum Hoffnung auf eine andere Zukunft. Auch das Leben der nachfolgenden Generationen wird so vom Coca-Blatt bestimmt. In unauffälligen Freiluftlaboren wird die Coca-Pflanze von den Bauern der Region direkt nach der Ernte zur Coca-Paste verarbeitet, einer Vorstufe des Kokains. Das ist also die Basis von dem, wonach die Leute auf der Welt verrückt sind. Es riecht wie Kuhscheiße. Was hältst du davon, dass der Preis für Kokain in meiner Heimatstadt Berlin zwischen 60 und 80 Euro liegt? Wir arbeiten hier sehr hart, aber die, die am Ende profitieren, sind die weiterentwickelten Länder. Dort wird im großen Stil mit Kokain gehandelt und während wir hier nur sehr wenig verdienen, machen andere große Umsätze. Die legale Landwirtschaft ist in den abgelegenen Gebieten kaum eine Alternative zum Coca-Anbau. Die Wege zu den Märkten sind weit und kaum befahrbar. Bis Obst verkauft werden könnte, ist es womöglich verdorben. Dennoch werden nur ganz wenige Bauern reich mit den Coca-Sträuchern, die immer wieder bei Giftsprühaktionen oder Rodungen durch die Regierung vernichtet werden. Was ich gerne wissen möchte, es ist illegal, es anzubauen und dann zu verarbeiten. Warum macht ihr es trotzdem? Wir leben nun mal mit dem, was wir hier haben. Setzen unser Leben und unsere Freiheit aufs Spiel. Viele wurden schon verhaftet oder wegen des Kokains ermordet. Aber wir erledigen unsere Aufgaben, ernten die Blätter und übergeben die Paste. Andere machen den Rest. Tilo bekommt Einblick in die Arbeit eines Cocaleros und in die ersten Schritte auf dem Weg zum Kokain. Nach dem Häckseln werden die Blätter mit Kalk oder Zement bestreut.
und anschließend mit Dünger besprenkelt. Ziel ist es, den Wirkstoff für das Kokainpulver aus dem Blatt zu lösen. How much? Wie viel Kokainpaste kann man aus 300 Kilogramm Blättern gewinnen? Das sind 25 Arobas. Macht 1 Pfund. Man will eine Reportage machen über die Produktion von Koks und wie es seinen Weg auf der Welt nimmt. Und zack, macht man mit, stellt Koks her. Anschließend wird der Pflanzenbrei mit Benzin übergossen. Der beißende Gestank raubt mir den Atem und sorgt für Kopfschmerzen. Aber nicht einmal Handschuhe gehören zur Arbeitsausrüstung der Bauern. Sie sind gegenüber den Chemikalien komplett ungeschützt. Die Kokainproduktion hat verheerende Folgen. Jedes Gramm Kokain soll 4 Quadratmeter Urwald zerstören. Chemikalien werden illegal entsorgt, Bäume abgeholzt, der Boden überdüngt. Und die Pflanzengifte, die zur Zerstörung der Coca-Plantagen eingesetzt werden, schaden auch Menschen und Tieren. Dann geben Sie Säure zum Benzin. Das ist die Säure. Was für eine Säure ist das? Was für ein Acid ist das? Wie heißt das? Agua de Batterien. So, es ist Sulfur Acid. Schwefelsäure. Ja, Sulfur. Die Säure trennt das flüssige Wirkstoffgemisch vom Benzin-Pflanzenbrei. Ein Vorgang, der mehrere Male wiederholt wird. Was schlussendlich als Bodensatz zurückbleibt, ist die Flüssigkeit, die später zur Coca-Paste getrocknet wird. Was ebenfalls zurückbleibt, sind Menschen, die für die Droge ihre Gesundheit riskieren, ohne sie jemals selbst konsumiert zu haben, und ein mit Chemikalien verseuchter Boden. Die Familie will mir das Endprodukt ihrer Arbeit zeigen und lädt mich zu sich ein. Diese Tüte ist bereits fertig verarbeitet und kann weiterverkauft werden. Und diese andere muss noch gekocht werden. So, das ist ein Schritt vor Kokain. Das wird dann noch kristallisiert. Und dann hat man Kokain. Und so sieht es davor aus. Das ist das, was sozusagen unten als Matsch übrig bleibt bei diesem Benzingemisch. Und das wird dann, nachdem es gekocht wurde, ausgekocht wurde, zu dem. How much is this in Pesos? Wie viel ist das in Pesos? Das sind etwa 500 Euro. Oh, das ist viel Geld. Das ist sehr viel Geld. Can you tell me who? Kannst du mir sagen, wer das abholt? Ich glaube nicht, dass das clever wäre, diese Frage zu stellen, weil hier einfach zu viele Leute herumstehen, die wir nicht kennen. Okay, dann fragen wir nicht. Wie aber wird aus der Paste das Kokainpulver, das oftmals über mexikanische Kartelle in die USA oder nach Europa kommt? Um an die etwa 1% des Kokains im Coca-Blatt zu gelangen, werden diese zuerst zerkleinert. Mittels eines ätzenden Chemiecocktails entsteht die Coca-Paste, aus der später die Kokainbase gefiltert wird. Die abschließende Kristallisation erfolgt oftmals in einem gesonderten und stärker gesicherten Labor. Trotz intensiver Bemühungen wurde uns der Zutritt zu einer dieser illegalen Anlagen verwehrt. Unter Zugabe von weiteren Chemikalien wie Salzsäure und Aceton, das wir aus Nagellackentferner kennen, entsteht dort das Endprodukt Kokainhydrochlorid. In der Pyramide des Kokaingeschäfts sind die Bauern auf der untersten Verdienststufe. Aber wenn die Guerillakämpfer mit Waffengewalt drohen, feilscht niemand um den Preis. Denn gehört das Anbaugebiet zum Bereich der FARC, kontrolliert die häufig auch die Weiterverarbeitung der Zwischenprodukte und den Handel mit der Droge. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Endkunden.